zusammen. Wir gehen heute an den Strand. Denk dran, Mechaniker. Nimm nur mit, was wir brauchen. Oh? Macht das Tor auf, bitte sehr. Wir fahren nämlich jetzt ans Meer. Los, los, Tilly-Abschleppwagen. Hihi, Grüni wartet schon sehnsüchtig auf ein Eis. Oh nein! Tilly hat eine Panne. Sehen wir mal nach. Oh nein. Ah, das ist das Problem. Wir ziehen dich zum Strand und da repariere ich dich. Alles in Ordnung, Tilly? Wenn du eine Pause brauchst, ist das okay. Oh, heiliger Schraubendreher. Jetzt sitzen wir auch fest. Wir bringen dich nach Hause, Tilly, aber erst müssen wir Vicky helfen. Kein Wunder, dass du müde bist, wenn deine Zündkerze schon so alt ist. Du kannst jetzt fahren, Vicky. Wir fahren einfach an einem anderen Tag zum Strand. Wir müssen Tilly reparieren. Hi, Trevor. Könntest du uns vielleicht helfen? Ich habe eine Idee. Danke, Trevor. So gut wie neu. Unsere liebe Freundin Tilly, wir haben dich lieb, also ruh dich gut aus von all dem Betrieb. Aber zuerst geht nach draußen. Ihr habt euch alle eine Belohnung verdient. Tada! Hihi! Wenn wir nicht mit unseren Freunden an den Strand können, können unsere Freunde den Strand zu uns bringen. Na dann, bis bald. Gib mir den Schraubenschlüssel. Diese Schraube ist locker. Wir sollten besser los, Tilly. Wir wollen doch nicht zu spät kommen. Oh, nein, nein. Schnell hoch mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt. Guten Morgen, Mechaniker. Seid ihr fit und munter für einen neuen Arbeitstag? Blaui? Verschraubt nochmal. Ich glaube, er schlafwandelt. Wach auf, Blaui.
In einer Werkstatt ist es nicht sicher zu schlafwandeln. Blaui? Blaui? Blaui! Hallo zusammen. Wir rüsten gerade unsere Waschanlage auf. Jetzt kann sie auch Lack sprühen. Okay, Mummy Truck, los! Jetzt müssen wir nur warten, bis der Lack trocken ist. Was könnten wir so lange tun? Wie wär's mit einer Runde Verstecken? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Seid ihr bereit? Ich komme! Baby Truck und die Mechaniker gesehen, Mama Truck? Wo könnten sie sein? Könnten sie sein? Vielleicht sehe ich mal danach. Ha! Gefunden! Jetzt bin ich dran mit Verstecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Was ist das für ein Krach? Oh, es ist Barry Bus. Sieht so aus, als hätte er es eilig. Alles okay, Barry? Oh, du willst nicht zu spät kommen? Aber so kommst du nirgendwo hin. Wir untersuchen dich mal. Oh. Grüni, bringst du mir bitte meinen besten Schraubenschlüssel? Grüni, du bist gestresst, oder? Ich glaube, wir sollten alle einmal tief durchatmen. Ich zeige es euch. Zuerst atmen wir ganz tief ein. Dann atmen wir aus. Jetzt seid ihr dran. Ein, eins, zwei, drei, vier, fünf. Aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, besser? Denk dran, es ist immer gut, tief durchzuatmen, wenn man gestresst ist. Bis bald, Barry! Zusammen. Wir sind gerade in Cats Basis. Helena braucht neue Rotorblätter. Oh, wie wär's mit Musik bei der Arbeit? Jetzt müssen wir nur noch die neuen Rotorblätter montieren. Hä? Der Strom ist plötzlich aus. Bestimmt ein Stromausfall. Oh nein! Helena kann nicht fliegen! Mein Warnsystem funktioniert nicht!
Was machen wir, wenn es einen Notfall gibt? Wartet mal! Ich habe eine Idee! Aus den alten Rotorblättern können wir ein Windrad bauen und Energie aus dem Wind machen. Danke, Roti. Nicht loslassen. Wenn das Windrad erstmal steht, wird der Wind die Rotorblätter drehen und dabei sauberen Strom für Cats Basis generieren. Jetzt, Cat! Roti! Jetzt loslassen! Wow! Du sollst doch nicht fliegen! Haha! Hurra! Hihi! Geschafft! Dank unserer Zusammenarbeit als Team nutzen wir jetzt saubere Energien. Oh. Kommt, Mechaniker. Heute kommt Fiona Feuerwehrauto zu uns. Wow! Ich bin Herr Wiesel, Inhaber von Wiesels Werkstatt. Vollautomatische, schnelle Reparaturen. Hallo, Herr Wiesel. Ich bin Gecko. Oh, da kommt meine erste Kundin. Wir reparieren es ratzfatz, drum sind wir auf dem ersten Platz. Wir sehen uns, Frosch. Ich heiße Gecko. Okay, Floella, das dauert nicht lang. Ich bin nicht sicher, mit welchem Knopf man die Wartung startet. Oh, ich drücke sie einfach alle, das müsste gehen. Komm bald wieder, Felicity. Das ging echt schnell. Oh yeah, sie sieht nicht gut aus. Komm rein, Fiona. Das sehen wir uns mal an. Das ist das Problem. Wiesel wollte so schnell fertig werden, dass er dir Seife in den Öltank gekippt hat. Wir haben das Problem behoben. Fionas Öltank wird uns loben. Ich habe doch den richtigen Knopf gedrückt. Igitt! Ups, wir sehen uns bald wieder in Geckos Werkstatt. Bis bald! Du bist ja schon früh hier, Erik. Mechaniker! Erik ist wegen seiner Reparatur hier. Kommt schon, ihr Schlafmützen. Ihr müsstet doch voller Energie sein, nachdem ihr die ganze Nacht geladen habt. Lasst uns Erik reparieren, damit er weiter kann. Was heute mit ihnen los ist. Hä? Wow, du hast recht, Erik.
Das Ladegerät war heute Nacht nicht angeschlossen. Kein Wunder, dass Sie so schlapp sind. Kommt her, ihr müden Mechaniker. Zeit, euch aufzuladen. Oh, Schachmatt. Yay! Okay, Mechaniker. Jetzt seid ihr alle aufgeladen. Also, packen wir es an. Hihi, fertig, Erik. Wir sehen uns bald wieder, hier in Geckos Werkstatt. Puh. Zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Jetzt können wir weiter picknicken. Hola! Ich bin neu hier. Kat heiße ich und retten kann ich dich. Ich bin hier, um alle zu beschützen. Hallo, Kat. Ich bin Gecko und das sind die Mechaniker. Wir machen hier ein Picknick. Willst du mitmachen? Habt ihr auch Thunfisch-Sandwiches? Ich glaube ja. Haben wir noch welche, Tilly? Tilly! Oh! Ich komme! Oh nein! Es ist zu matschig! Tilly rutscht weg! Vamos, Helena! Jemand braucht unsere Hilfe! Es klappt nicht! Warte, Tilly! Mach weiter so, Blaui! Ich komme nicht dran. Gecko, nimm den Regenschirm. Aha. Oh. Das war knapp. Oh, bitteschön, Tilly. Wir sind ein gutes Team, Gecko. Das stimmt. Danke für die Hilfe, Cat. Hey zusammen, es ist ein heißer, sonniger Tag und wir fahren zum Strand. Abgenutzter Schraubendreher. Die Brücke ist gesperrt. Und Vicky kann keine Eiscreme ausliefern. Ich will ein Eis haben. Keine Sorge, Leute. Wir helfen Vicky, zum Strand zu gelangen. Komm mit uns. So. Mit diesen Anpassungen sollte es Vicky möglich sein, zum Strand zu kommen. Vielleicht brauchen wir noch deine Rakete, Blau. Blau? Blau! Garagentore, öffnet euch geschwind, damit wir schnell am Strande sind. Mit Eiscreme! Oh, wir müssen schneller werden. Jetzt, Blau! Das reicht, Blau! Wir wollen nicht übers Ziel hinausschießen. Muttern und Schrauben, wir sind schon drüber hinaus. Keine Sorge, Vicky. Ein Gecko hat immer einen Plan B. Oh nein! Was für eine Reise. Also, wer möchte jetzt ein Eis? Aus dem Weg, Blechbüchse! Dieses Eis gehört mir! Mein Eis! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Tschüss! Hallo zusammen!
Heute ist Erik Bagger hier zur Durchsicht. Wir müssen nachsehen, ob er gesund und munter genug für all das Baggern ist. Wer will ihm helfen? Ich glaube, ich wähle Gelbi. Ich weiß, dass du spielen willst, aber ich glaube, die Arbeit in der Werkstatt macht dir genauso viel Spaß. Sehen wir uns zuerst deinen Motor an, Erik. Lass ihn mal schön aufheulen. Das kannst du doch besser, Erik. Gut gefangen, Gelbi. Jetzt sehen wir uns mal dein Raupenfahrwerk an. Gleich fertig mit der Durchsicht, Erik. Mal sehen, wie gut dein Baggerarm funktioniert. Oh, der braucht einen Tropfen Öl, Gelbi. Gut gemacht, Erik. Du hast die Durchsicht geschafft. Jetzt bist du bereit und kannst weiter baggern. Willst du zu den anderen, Gelbi? Hehe, ich hab doch gesagt, Arbeit kann Spaß machen. Wir sehen uns bald wieder mit mehr Arbeit und Spaß bei Geckos Werkstatt. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Bobby Bus ist gerade zur Kontrolle hier. Wir sind fast fertig. Wartet, Mechaniker! Ich bin noch hier oben! Bobby! Bobby! Oh nein, er kann mich nicht hören! Mechaniker, schnell, tut etwas. Vorsicht, da ist eine Brücke. Wow! Heiliger Schraubendreher! Oh. Oh ja, eine hohe Brücke! Gute Idee, Mechaniker! Wenn ich nur daran... Oh! Verpasst! Was jetzt? Oh. Wow! Gute Idee, Gelbi. Du hast mich gerettet. Schon okay, Bobby. Du wusstest es nicht. Und niemand ist verletzt. Danke für eure Hilfe, Mechaniker. Was würde ich nur ohne euch tun? Bis bald! Fröhliches Halloween! Schon gut, Mechaniker. Ich bin's nur, Gecko. Hä? Wartet mal. Was ist das für ein Geräusch? Da ist es wieder. Ich hoffe, das ist kein gruseliger Halloween-Geist. Huh, was es auch war, ich glaube, es ist weg.
Oh nein, Mechaniker. Ich glaube, in der Werkstatt spukt es. Blaui. Wartet mal. Blaui, komm her. Das Geräusch ist nur da, wenn du dich bewegst. Kein Grund für Stress und Gänsehaut, da war nur Blauis Rat so laut. Ein Tropfen Öl hilft da zumeist. Schon ist er wieder weg, der Gruselgeist. Puh, Stress vorbei. Jetzt können wir Süßigkeiten sammeln gehen. Fröhliches Halloween. Bis bald. Hallo zusammen. Ich mache eine Testfahrt mit Miles Motorrad. Und der Gasgriff klemmt immer zu. Also es ist schwer, langsam zu fahren. Wow, stopp. Oh, wird Zeit, dass wir das reparieren. Ich sehe mal in der Werkstatt nach Einzelteilen. Kommt mit, ihr Kleinen. Upsi. Ich helfe dir bei der Suche, Oma. Das Funkgerät ist doch kaputt. Keine Sorge. Gecko repariert das. Oh, miau, wow. Sieh mal an. Ich wollte schon immer mal ein Motorrad fahren. Wuhu! Ha, andale! Motocicleta! Hier ist es, Miles. Oh, Oma, du brauchst den Schraubendreher. Was ist los, Oma? Bist du sprachlos? Nein, Kat ist auf meinem Motorrad. Der Gasgriff klemmt. Ich kann nicht anhalten. Oh, heiliger Schraubendreher. Halte durch, Cat. Wir müssen uns beeilen. Komm schon, Gecky. Darf ich dich fliegen, Liebes? Hä? Du kannst einen Hubschrauber fliegen? Bin etwas eingerostet, aber einmal Pilotin, immer Pilotin. Cat, alles okay? Gecko, das Motorrad ist außer Kontrolle geraten. Es hält nicht an. Wir müssen es auch noch reparieren. Ich hätte erst fragen sollen. Warte, wer fliegt denn Helena? Keine Zeit für Erklärungen. Ich habe einen Plan. Oma, lass mich runter. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, jetzt brauchen wir einen kleinen Kniff und reparieren damit Miles Gasgriff. Oh, 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 oh. Beeil dich, Gecko! Ich mag kein Wasser! Oh, brems jetzt, Cat! Tut mir leid, dass ich das Motorrad ausgeliehen habe. Eigentlich ist Miles Omas Freund. Wow, du bist bestimmt Oma Gecko. Ich bin Catalina Felina, aber meine Freunde nennen mich Kat. Freut mich, dich kennenzulernen. Wenn du Motorradfahrstunden willst, frag einfach. Ich helfe dir gern. Du hast die beste Oma überhaupt. Oh, danke, Liebes. Ich mag sie, Gecki. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Blaui! Blaui, wo bist du? Hallo zusammen. Wir arbeiten heute draußen, weil Fionas Leiter klemmt und sie zu groß ist. Oh, deine Reifen sollten wir auch überprüfen, Fiona. Oh, Blaui, holt bitte jemand den Wagenheber? Gut gemacht, Roti. Ich hole mein Werkzeug. Ach du rote Neune. Keine Sorge, Roti. Wir holen dich da irgendwie runter. Grü
Grüni, Gelbi, holt eine Decke. Ich habe eine Idee. Roti, wenn ich loslassen sage, lässt du los, okay? Loslassen! Oh. Blaui, jetzt kannst du ein Held sein. Bereit, Blaui? 3, 2, 1, los! Keine Sorge, wir fangen euch. Blaui, ein Hurra für unseren Helden! Komm, du super Mechaniker, lass uns Fiora fertig reparieren. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald!